Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Schafkopf-Tutorial-Reihe. Heute kümmern wir uns um den zweiten Spielmodus, nämlich das Sauspiel. Karten sind ungefähr gleich wie beim Ramscht. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich jetzt hier überhaupt spreche, dann schaut euch unbedingt noch das Ramscht-Video. Zu empfehlen ist auch das Kartenvideo, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Also das Sauspiel ist nur zu viert spielbar und es ist ein Teamspiel, also 2 gegen 2. Die Trümpfe sind logischerweise Eiche Ober, Laub Ober, Herz Ober und Schall Ober. Zudem Eiche Unter, Laub Unter, Herz Unter und Schall Unter. Auch unter die Trümpfe sehen das Herz Ass, die Herz 10, der Herz König und Herz 7 bis 9. Und dann eben noch die normalen Farben. Karten, die restlichen Karten. Also zum Ablauf des Spiels. Erst wird gefragt, wer überhaupt denn spielt. Sobald ein Spieler ein paar Ober- und Unter- bzw. Herzkarten hat, sprich einfach gute Karten, kann er ein Sauspiel bzw. auch bekannt als Rufspiel spielen. Er sagt dazu erst einmal, ich Dead oder ich Spiel. Sollte seine Karten wirklich sehr, sehr gut sein, dann spielt er ein Solo, das er gleich in dem nächsten Tutorial sogar. Und schaut euch das dazu dann auf jeden Fall nochmal an, bzw. in Zukunft an. Ansonsten spielt er oder ruft er ein Ass, dazu sagt er, kann er entweder mit dem Eiche Ass, die alte, dem Laub Ass, die blaue, oder dem Shell Ass spielen. Also Shell Ass ist die Bums, nur nochmal zur Erinnerung. Mit dem Herz Ass kann er nicht spielen, da dies ein Trumpf Ass ist. Jetzt kann man sagen, ja, dann spiele ich halt, aber es ist nur möglich, wenn man mindestens eine Karte von dem gerufenen Ass hat. Natürlich darf man das Ass selber auch nicht haben. Sollte er ein Ass gerufen haben, spielen diese zwei Spieler zusammen, das bleibt aber intern, also es bleibt geheim, das weiß niemand. Es ist natürlich die Frage, wie findet man das überhaupt raus? Schauen wir mal folgendes Beispiel an. Spieler A, B und C spielen nicht. Spieler D hat die Eiche 7 und spielt somit mit der alten. Spieler A hat ausgeteilt und somit kommt eben Spieler B raus. Also schauen wir mal zu ein paar Grundregeln, wo man sich auf jeden Fall dran halten sollte. Die Spieler, die das gesuchte Ass nicht haben, kommen mit dieser Farbe raus, um es zu suchen. Der Spieler, der das Ass hat, kommt mit einem Trumpf raus, also mit einer Herzkarte oder einem Ober oder Unter. Und eben die, die das Ass suchen, sind die Nichtspieler und die anderen sind die normalen Spieler. Also das Ausgehen von unserem Beispiel, nehmen wir mal an, dass Spieler A und B beide das Ass nicht haben und somit spielt Spieler B die Eiche an und kommt mit dieser raus. Der Spieler, der das Ass hat, muss es sofort legen, sofern die Farbe gespielt wird. Es gibt auch Ausnahmen, wenn er 4 weitere Karten von dieser Farbe hat. Angenommen, er hat jetzt aber das Ass, muss er das legen. Danach legt Spieler D seine Eiche 7. Also er muss ja eine Eiche haben. Spieler A muss anschließend auch eine Eiche angeben. Danach wird einfach runtergespielt. Der Spieler, der das Ass gesucht hat und der Spieler, der das Ass hatte, müssen zusammen mindestens 61 Punkte erreichen. Den Nichtspielern, also die, die das Ass nicht haben und es nicht gesucht haben, reichen 60 Punkte. Das Reinschmieren ist hier von entscheidender Bedeutung. Es wird hier immer dem Teampartner reingeschmiert. Sauspiel ist wie fast alle Spielmodi eine Übungssache, also es bringt es nicht, wenn ich euch da einzelne Taktiken erkläre. Ihr müsst es wirklich aus dem Spiel raus lernen. Ansonsten wäre es das auch schon mit dem Sauspiel-Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, haut einen Daumen nach oben rein und schreibt einen Kommentar. Und damit ihr keine weiteren Tutorials und Gameplays mehr verpasst, abonniert diesen wunderschönen Kanal. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao!